Willkommen zurück zu Far Cry Primal. Wir sind immer noch auf dem Weg zu diesem Udam-Lager. Die haben uns letzte Folge angegriffen. Und jetzt sollen wir uns bei ihnen bedanken für den Angriff. Und das machen wir jetzt auch gleich. So, auf die Birne, Jungs. Ich komme von hinten und mische euch auf. Finde ich gut, dass ihr nicht die hellsten seid. So. Bisschen looten muss sein. Oh, da kommen noch welche. Okay. Ich glaube, das sind die Vögel oben. Jetzt gehen wir aber erstmal zum Lager. Damit die aufhören, unser Dorf zu drangsalieren. Ah. Bin ich denn hier überhaupt noch richtig? Ja, da ist ein Weg und hier ist das Lager. Gut, da gehen wir hin. Sieht ganz gut aus. Ach, schade, ich dachte, ich könnte das Reh erschlagen. Stand da gerade so blöd. Aber es wollte nicht. Nicht gleich da reinrennen, vielleicht. Dass da voller Udam ist, wenn die alle auf mich draufknüppeln auf einmal. Bin ich gleich tot, das wäre nicht so gut. Das müsste hinter dieser Felsformation sein. Luke ich doch. Grünblatt. Okay, nehme ich mit. Schleichen. Wirf Steine mit T, um ein Geräusch zu verursachen und Gegner abzulenken. Gehe mit C in die Hocke. So verursachst du weniger Geräusche und verringerst die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden. Wenn du entdeckt wirst, verstecke dich in der Vegetation, um den Sichtkontakt zu unterbrechen. Alles klar. Ich soll also schleichen. Ich schleiche. Mit T kann ich Steine werfen. Okay, das scheint ein größeres Lager zu sein. Haha, einen habe ich. Ey, steckt mein Wolfi nicht an. Ups. Vielleicht sollte ich mal aufhören zu schleichen. Lohnt sich nicht mehr. Wo ist Wolfi? Ihr habt ihn tot gemacht, ihr Schweine. Der auf Wolf. Mach Habba. Oder oben. In your face, mein Freund. Da ist auch noch einer. Hab dich gesehen. Kannst du den da durchschießen, hä? Das ist aber nicht sehr nett. Was kann ich jetzt machen hier? Lass mal durch, Wolf. Muss hier irgendwas einnehmen. Glaube ich. Oder Hütten abfackeln. Ich weiß es nicht genau. Ach nee, ich soll die Dinger kaputt schlagen. Stimmt, das hat sie ja gesagt. Die Seiler. Diese Knochen, Dinger. Oder kommen noch mehr? Aua. Sieh an, da ist noch einer. Dieses andere Knochending hier. Aua, jetzt habe ich alles auf den Kopf gekriegt. Was macht ihr mit meinem Wolfi?
soll ich denn da hinkommen? Guck mal an. Unten. Das sind die Jungs. Hier sind meine. Auch nicht schlecht. Oh, ich muss noch irgendwo so einen Teil kaputt schlagen. Oder da hochklettern. Ist das da oben drauf? Kann das sein? Ja, ich muss da hochklettern. Dann mal hoch da. Und hopp. Ja, das sieht gut aus hier oben. So. Kein Ding, oder? Warum kommen denn jetzt als noch mehr Gegner? Hab ich noch nicht alles eingenommen? Töte die übrigen Udam-Krieger. So, nur noch einer, oder? Kriegt ihr das nicht hin? Wo ist er denn? Da. Du brauchst ja gar nicht Stein schleudern. Angriff der Udam abgeschlossen. Oh, was ist denn los? Udam Guanta? Udam Mari. Ul. Atikwaifa. Appa. Laiwa Maya. Shaja. Palhu Winja Marirs. Shaja. Palhu Udam Mari. Winja Baltas. Mal Ohren sammeln, ne? Guaifamas. Schaus. Uls. Dausam. Na quaida shanchi parishai salwa winja marwa machi sami gardichi nafa winja yi Winjai. 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 Udam Ulzwut, der Kampf um Oros beginnt. Winja. Die vermissten Winja. Drücke M, um das Kartenmenü zu öffnen. Vermisste Venja mit einzigartigen Fähigkeiten wurden zuletzt in den markierten Gegenden gesehen. Durchsuche Oros und bringe diese begabten Venja in dein neues Dorf. Okay. Huch. Hier haben wir ihn. Jaima, die Jägerin. Moment, da kann ich leider nicht alles lesen. Voga, der Handwerker. Und Karosch, der Krieger. Bring Karosch, den Krieger, in dein Dorf. Er bringt dir mächtige Takedowns bei und rüstet dich mit besseren Keulen und Winterkleidung aus. Schwierigkeit Mittel. Voga, der Handwerker. Bring Voga, den Handwerker, in dein Dorf. Er wird dir neue Handwerksfähigkeiten beibringen und dir zeigen, wie du deine Taschen und Gürtel verbesserst. Schwierigkeit auch Mittel. Kann ich das mal... Ich weiß nicht, ob ich das lesen kann. Das ist so doof hier. Ich könnte nur noch mal... Naja. Ah, jetzt geht's. Jetzt kann ich runter scrollen. Jaima, die Jägerin. Bring Jaima, die Jägerin, in dein Dorf. Sie wird dir beibringen, wie du deinen Jägerblick verbesserst und dir mehr über die Bestienmeisterjagd erzählen.
Schwierigkeit Mittel. Wo bin ich denn jetzt überhaupt gerade mal? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich glaube hier, oder? Nee. Ach, da hinten. Hä, ich bin wieder in meinem Dorf? Bin ich jetzt auf einmal wieder in meinem Dorf? Moment, das muss ich jetzt erstmal raffen. Was ist denn da hinten? Ach doch, ich bin tatsächlich wieder in meinem Dorf. Okay. Ich gehe mal zu diesem Waypoint hier hinten. Der Schamane will wohl mit mir reden. Hallo? Jemand zu Hause? Ah, Guarbeti. Uguan. Tishayu. Gasuri. Ha alia pace. Okay. Oh nö, Alter. Fagui. Udambi. Upafi. Boah, widerlich. Udam. Fagui ha alia. Ja, Auge drunter noch geschluckt. Udam. Fagui ha alia. Jetzt krieg ich wieder voll den Tritt. Oh shit, mal gespannt, was jetzt wieder abgeht. Vision des Eises. Oh. Finde die Steinfrau. Okay, ich kann schon mal nicht sprinten. Die Kälte tötet die Uda. Okay. Was geht mit dir ab? Machst du da Graben? Bisschen kalt hier. My Klapper. My Klapper. Nicht anfassen. My Klapper. My Klapper. My Klapper. My Klapper. Fass es aber trotzdem an. Jetzt versuche ich's. Aua. Oh, ich glaube, ich muss irgendwas hauen. Nette Keule. Finde die Steinfrau immer noch. Ah, jetzt darf ich sprinten. Wow. Sie sind ja geil geflogen. Geile Vision. Bam! Selber. Egal, was du gesagt hast gerade. Aua. Hm? In Ruhe. Noch welche? Flieg! Jetzt richtig ab jetzt. Bam! Aua! Aua! Oh, die haben was ausgehalten. Kann mich auch irgendwie heilen? Oh, dann bug mal, Sascha. Oh. Na, Schaschborni. Arschtanchi Trau. Was zur Hölle geht denn hier ab, ey? Uah! Alter Schwede. Die Visionen sind echt strange. Jetzt bleib doch mal stehen, du blöde Steinfrau. Oh, ich glaube meine. Wow! Gott sei Dank, ich glaube, meine Energie hat sich gerade wieder aufgeladen. Muss ich irgendwie an dich rankommen, oder was? Ja, muss ich.
stehen bleiben! Oh, das habe ich gesehen. Jetzt bleib doch mal stehen, du blöde Steinfrau. Unglaublich. Autsch. Ich krieg dich. Bleib stehen. Zu schnell für so eine fette Frau. Huch. What the fuck? Mehr von denen. Also die Typen nerven ganz schön. Muss man echt mal so sagen. Boah. Alter, das hört gar nicht mehr auf. Hoch eigentlich? Ich komme da nicht hoch, glaube ich. Ich soll meine Keule werfen. Ach, sieht man das so einer. Okay, ist noch einer da. Schön in die Fresse geschmissen. So. Hä? Wo denn noch? Da hinten. Ihn nicht getroffen. Aber jetzt. Boah. Zerstöre die Steinfrau. Bam. Was eine Klopperei. Vision des Eises. Abgeschlossen. Nett. Bleib da. Wie nett von dir. Bah, Vital. Pal palhu udam fakwi. Junta daba dabu. Galaita. Udam pacham. Shrash. Shrash. Yagisu sarta. Swarga. Marmari. Makwadi. Udam shashkwani slak. Udams, masup ne pacham. Udar plahagwar pati. Boah. Böse. Böse. Der Kerl ist böse. Oh, was ist denn jetzt los? Großer Darwa-Bollwerk. Erobere dieses schwer bewachte Bollwerk der Udam und stelle den Befehlshaber. Schwierigkeit sehr schwer. Belohnung viele XP. Besonderheiten Schnellreise, Lager. Mhm. Nett. Aber hier ist erstmal noch ein Leuchtfeuer. Da
könnte man ja erstmal hineiern. Als nächstes. Was ist denn das hier? Venger helfen, Bestie töten. Aha. Aber wir haben ja noch einiges zu tun. Aber wie es weitergeht, das sehen wir leider erst nächste Folge. Bis dann!